Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir wollten ein bisschen noch den Markt erkunden. Wenn ich den denn wiederfinde. Der war doch gar nicht so weit weg. Hier haben wir auch noch mal einen kleinen Markt. So, Taschengeld wollte ich aufbessern. Ja, danke. Mit dir auch, mein Freund. Ist aber... Huch, Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen ungestüm unterwegs. Ein bisschen wie Robin Hood, ne? Oh, sumerischer Ring. Wir klauen es von den Reichen und geben es den Armen. In dem Fall bin ich der Arme, denn ich muss ja klauen. Würde ja nicht stehlen müssen, wenn ich reich wäre. So, haben wir hier noch ein paar Geldbörsen irgendwo? Ja. Ja, willkommen. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Dezent am Humpeln. Oh. Ja, die hätte dem Kind nur Süßigkeiten gekauft. Das können wir nicht tolerieren. Es gibt Karies, ne? Oh, Mauzi. Da muss man schon mal Vorbild sein, ne? Die wäre damit nicht verantwortungsvoll umgegangen mit dem Geld. Der Kind hat schon so gegeiert auf süße Honigdatteln und... Was ist mit ihm los? Wie die abge... Wie auf so einem Heavy-Metal-Konzert. Oh, 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 oh. Habt ihr keine Almosen für den guten Herrn dabei hier? Ja, das sind mir die richtigen Schmorotzer hier. Gratis Musik hören, ne? Ja, ich bin Manager. Eintrittsgelder gehen an mich, ne? Hat sie abgenickt. Sehr gut. Ich hätte den abgesaugt. Wo war denn hier dieser Markt? Der war doch gleich um... Wir brauchen mal eine bessere Sicht hier. Der war doch direkt um die Ecke. Ist das nicht die Troller von eben? Ah. Guten Tag. Können wir auch noch miteinander reden? Nee. Ich finde halt, dass das Outfit von denen, das sieht so richtig geil aus. Ist allerdings kein bisschen dezent, ne? Also, ich finde halt schon, dass die sehr auffällig unterwegs ist. Wir waren auf dem Markt. Aber wo sind wir rausgegangen? Der müsste doch eigentlich... Warte mal, hier ist doch die Hütte von Basim. Nicht da, sondern da. Komme ich hier rüber? Oh, hier, auf der Mauer? Oh, sicher. Ja. Ja. Aber da ist der Markt auch nicht. Ach, ja. Da sind wir nicht weit genug gegangen, ne? Ja. Mit Superheldenlandung, habt ihr gesehen, ne? Kann ich also so einen schönen Apfel snacken? Ne, schade. Na gut. So ein Esel, können wir mit dem auch? Ne, können wir auch nicht raufhopsen oder sowas. Viel Spaß beim Bezahlen. Dir fehlen 7 Dirham. Egal, was sie kaufen wollte.
Das wird Ärger geben. Ob die das mitkriegt? Ich meine, die steht ja am Stand, Geld ist weg. Kriegt die mit, dass die beklaut wurde? Ja, danke. Mit dir auch. Jetzt bin ich aber sehr zufrieden. Dankeschön nochmal. Danke. Hi. Hast du Geld dabei? Ich komme mir vor wie dieser eine Schmarotzerfreund, weißt du, der so immer pleite überall dabei sein will, aber nie Geld mit hat. Und dann alle nach Geld anfangen. Entschuldigung, haben Sie mal Geld? 9 Dirham. Hat die eine Waffe? Mit wem spricht sie denn? So, hier können wir noch untertauchen. Ah, sehr unauffällig. Okay. Ah, ist auch mega schön gemacht hier, ne? Oh, ich liebe dieses Design. Passen Sie besser ein bisschen auf, ne? Hier sind viele Diebe unterwegs. Ich habe gehört, anderen Leuten wurde der Klingelbeutel geklaut. Klingelbeutel, wie eine Kirche. Kirche. So, naja, genug Taschengeld gesammelt, ne? Haben wir hier eigentlich noch Kisten oder sowas? Irgendwelche Häuser, wo wir rein können? Ja, es tut mir ja auch leid. Und was ist das Weiße? Ah, hier, da sind, hier haben wir noch ein paar Gefäße, die wir plündern können. Hinter der Mauer. So, das haben wir schon mal mit. Können wir hier rein? Nee. Leider nein, leider gar nicht. Da haben wir noch eine Truhe. Kann ich hier rein? Auch nicht. Kleine Gleichgewichtsstörung. Wo? Hier vorne. 19 Dirham. Ja, können wir uns auch bald schon abkaufen hier, ne? Okay, da können wir nicht ran. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt einmal zum Palast. Lassen uns den Weg weisen. Und gucken mal, was in dieser mystischen Truhe drin sein soll. Nee, da lang. Ja, du hast es fast geschafft. Und hier rüber. Und da, komm. Oh, geh da runter. Nee, nicht pfeifen. Ah. Ja, komm schon. Was ist denn los? Okay. So. Da bin ich wieder. Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Nee, ich denke also auch nicht. Werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Wenn du es so sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Ich höre das Problem nicht raus. Auf zum Winterpalast. Geh du voran. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen, was dann? Wirst du uns vergessen? Ja. Natürlich nicht. Nein. Deine Ziele sind unsere Ziele. Genau. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Vorsicht. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Entschuldigung, darf ich da mal durch? Es ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden.
Dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Ich verstehe, was du sagen willst, Basim. Aber du malst das Oh, Bild Achtung, ein bisschen eng hier. Entschuldigung. Da bin ich anderer Meinung. Entschuldigung, darf ich da mal durch? Achtung, Vorsicht, Kleiner. Gehen wir hin? Wo wollen wir hin? Können wir schlecht einfach an den Wachen vorbeigehen, oder? Da ist er, der Winterpalast. Komm, hier lang. Okay. Ich folge dir. Wollen wir nicht vielleicht warten, bis dunkel ist? Weil... ich denke schon, dass wir gut gesehen werden. Da sind zwei Leute, die mal eben so 5 Meter hohe Mauern hochklettern wollen. Oder so. Gut. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Ah, gute Entscheidung. So, 2 Wachen am Baum. Und? Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute. Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe, erfordert das ein wenig Kreativität. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Dezent groß, ne? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Warte! Also nur fürs Protokoll, egal was es ist, wir haben eine bessere Idee, aber wir folgen ihr, damit sie sich nicht doof fühlt, ne? Ist ja klar. Es ist dunkel genug. Komm. Nihal! Du hängst dich an mich ran? Sehr vernünftig von dir. Ich weiß doch, wie ungern du allein bist. geh da rein. Da drüben sehe ich ein paar Wachen. Ja. Halt die Augen offen, ja? Limettensaft, Granatapfel und Zitrone. Ich kann es schon schmecken. Ich hab was gehört. Ah. Okay, er hat nicht uns gehört auf jeden Fall. Und die beiden. Die. Okay. So. Sonst lasse ich dich zurück. Der alte Teppichklopfer petzt auch nicht. Ich meine, das ist Privatbesitz, ne? Das ist Hausfriedensbruch hier. Willst du mich jetzt verarschen? Oh, wir werden sowas von erwischt. Ach, hier geschieht nie irgendwas. Ja, wir wären auch schon so bescheuert und würde beim Kalifaten hier einbrechen, ne? Gottes Willen, ey. Einfach an allen vorbeigehen. Gut. Diese Tür könnte unser Eingang sein. Aber nicht ohne den Schlüssel. Dann sieh dich doch mal um. Achso, da hilfst du mir jetzt nicht bei. Das ist ja sehr nett, ne? Schlüssel. Hier ist die verschlossene Tür. Und er hat einen Schlüssel. Das heißt, ihn müssen wir definitiv überwältigen. Oh, ist hier irgendwo einer? Nee, ne? Wachen.
Jetzt die Frage, bewegt er sich vielleicht auch noch? Oder bleibt er da stehen? Weil wenn er da stehen bleibt, müssen wir ihn unauffällig auch noch entsorgen. Im Gebüsch. Wir müssen halt gucken, dass die hier uns nicht sehen, ne? Okay. Ich dachte jetzt schon, die kommen hier rum. Hä, wo willst du hin? Jetzt haut er einfach ab. Ich müsste vielleicht einmal warten, bis die wieder weg sind, wa? Wasserschlacht. Okay, so. Ach komm schon, jetzt bleibt doch nicht stehen. Ich würde gerne hier runtergehen, aber ich weiß nicht, ob Zivilisten auch petzen. Unter bestimmten Voraussetzungen. So, die beiden unterhalten sich. Die gehen jetzt weg, gucken in eine andere Richtung. Mach ein kurzes Schläfchen, aber nicht zu kurz. Ich habe schon wieder das Geld nicht mitgenommen. Oh, hier ist ein Brief. Palastbefehle. Der Kalif wurde zu einem wichtigen Treffen gerufen. Mir sind keine Einzelheiten bekannt, doch ich muss dafür sorgen, dass sich genug Bedienstete im Palast befinden und die Anzahl der Wachgänge erhöht werden. Verdoppelt die Wachen auf den Dächern und positioniert 2 Wachen in jeden Raum, den er und seine Besucher durchqueren werden. Sichert alle Eingänge. Niemand darf herein oder hinaus, bis das Treffen beendet ist. Okay, gut, die lassen wir nochmal passieren und dann... Haben wir hier noch was zum Mitnehmen? Da hinten vielleicht, ne? Da wäre noch eine Truhe. Ja. Aber wegen der Truhe sind wir ja nicht hier. Wir warten mal auf die andere Truhe. So, ich glaube, das Simpelste wäre jetzt, wenn wir den einfach hinterherlatschen. Mit mäßigem Abstand. Die werden sich ja gleich nochmal umdrehen. So, es bleibt bei den dreien. Oh, die haben aber auch die Ruhe weg, ne? Also eilig haben die drei es auf jeden Fall nicht. So. Was war das? Oh, oha. Ja. Ja, komm, wir gehen erstmal die Tür öffnen. Hast du einen Schlüssel gefunden? Nö. Geh du mal gucken. War's mir eben auch keine große Hilfe. Oh, mich hat was gestochen. So. Der Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser.
Mann ist neugierig. Er ist zum ersten Mal im Palast, oder? Soll er doch herumstreuen. Geht auf ihn ein. Es soll schließlich ein kurzes Treffen werden. Da sind sie. Komm. Hier entlang. Der Kalif erwartet euch. Sie sind hier, mein Herrscher. Hinaus, ihr alle. Ich werde sie allein treffen. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Wie so ein Befehl zum Abführen. Sieht schwer aus. Bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Meine Herren, willkommen. Es ist alles vorbereitet. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Hm. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Den Inhalt? Wenn wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Du hast nichts gesehen. Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es lege mir fern. Das ist die Gelegenheit. Unter den Voraussetzungen würde ich auch sagen, ich gucke da nicht rein. Und wenn sie weg sind, würde ich da reingucken. Denn erst recht. So, wo wollen wir denn hin, junge Dame? Da kommt jemand. Ja. Wo denn? Hier lang. Nie gedacht, dass ich je hier sein würde. Sieh dir nur die Bögen an. Ja, manchmal schon kommt das anders, als man denkt, ne? Bekäme man einen Haufen Gold. Du hast nicht zufällig deine Spitzhacke dabei, oder? Ich merke es mir für das nächste Mal, wenn wir in einen Palast einbrechen. Nein, Moment, hock dich hin? Bist du doof? Bist du Jeck? Meine Taste geht nicht. Wieso steht denn der jetzt? Weil ich hier das eingesteckt habe, oder was? Oh, hier, guck mal, da habe ich was vergessen. Ein Dirham. Der war wichtig. Kann ich mich denn gleich wieder hinhocken? Also dann, Basim. Öffnen, schnappen, rennen. Los, beeil dich. Ganz dezent. Basim! Du lass ihn aber mal machen, Sassi. Marmit! Gib mir das! Nein! Nein! Hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden? Bitte! Es tut mir leid. Das ist deine Schuld. Nicht! Bitte! Diebische kleine Ratte! Ich wollte es mir doch nur mal angucken. Ich hätte es ja zurückgebracht. Oh, eiskalt. Nein! Lauf! Die Halb, warte! Vater! Oh, oh. Lass den Burschen! Wo laufe ich jetzt hin? Einfach geradeaus? Ah! Oh Gott. Ich hab mich immer erschrocken. Lauf durchs Wasser, Junge. Okay. Auf kurz. Weg. Oh, die Tür geht zu. Weg, 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 weg. Oh. Oh mein Gott. Kannst du hier hoch? Oh, ein Glück. Ich bin an dir vorbei. Oh
Ja. Ich weiß. Oh, Wache. Nein. Au. Oh mein Gott. Oh, wo kann ich denn hier noch hin? Sollte vielleicht vom Dach runter, ne? Ich gehe mal davon aus, dass man mich hier auch sehr gut sehen kann. Jetzt geh doch runter, was machst du denn da? Was haben wir getan? Es hätte jetzt aber auch schief gehen können. Hier ist so eine kleine Fliege, die beißt mich. Hab sie nicht erwischt. Okay, der Sprung hat uns ein bisschen Leben gekostet. Kehre ins Versteck zurück. Die Gegner haben aufgehört, dich zu suchen und du bist nun wieder unbekannt. Um Kämpfe zu entgehen, solltest du weglaufen und dich verstecken, wenn du entdeckt wurdest. Halte dich nicht in der Nähe der Markier... Das ist richtig weh, ey. Ja, das für ein Mistviech. Sie hat... Entschuldigung. Sie sich gedacht. Ich muss sie finden. So. Zu Hause. Kehre ins Versteck zurück. Ja, nichts leichter als das. Ich weiß. Eigentlich, der dürfte mich ja nicht erkennen, ne? Ich habe keine Fahndung. Aber wir gehen mal trotzdem lieber außen rum. Er hat mich erkannt, er hat mich doch erkannt. Ich war mir nicht sicher. Ja, bin ja gleich weg. Okay. Das heißt, habe ich dich? Sieht er mich? Oh Mann. Bisschen durchs Wasser. Wenn ich hier reingehe. Ja, wenn. So, hier müsste ich ja erstmal, bis ich verschwunden bin. Oder bis ich wieder unsichtbar bin für die. Gut, aber merke, die haben WhatsApp oder Twitter oder irgendwas und können sich untereinander verständigen. Also, sie wissen alle, wie ich aussehe. Fahndungsfoto ist online. Ist ja ein Ding. Jetzt haben wir hier keine Wachen mehr, aber noch 116 Meter vor uns. Na komm. So, erstmal was essen. Kriegen wir zumindest ein bisschen Gesundheit wieder. Ist hier noch so ein Viech? So. Da vorne ist schon unser Versteck. Jetzt dürfen wir. Ich dachte, ich kann da ranspringen. Nur nicht gesehen werden auf den letzten Metern. Oh, ich dachte gerade. Hi. Na, alles gut? Ja, ja, die suchen irgendwen. Ja, ja, ich weiß auch nicht, wer das ist. Nihal. So. Nihal. Erstmal gucken, wo die Gute ist. Ist ja ganz schön was los, wenn du so einen Kalifaten da beklaust, ne? Wer hätte das gedacht?
Hör auf! Bitte! Was willst du von mir? Ruhig, Basim. War das wieder der Genie? Nihal? Nicht ganz. Geht es dir gut? Gut, weil du mir davon erzählen musst. Ich weiß nicht, was du meinst. Heißt sie eigentlich Roshan? Also mit Hö? Roshan? Oder so Roshan? Sag mir, was passiert ist. Schweigen wird dir hier nicht helfen. Ich will nicht schweigen, ich kann nur nicht erklären, was ich sah. Dieses Ding, es hat etwas mit mir gemacht. Ich war woanders. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ehe ich mich versah, hatte der Kalif seine Hände an meiner Kehle. Es war ein Unfall. Genau. Ich hatte nicht vor. Er ist seitlich in den Dolch gefallen. Ne? Wir müssen dich hier wegbringen. Den deine Freundin gehalten hat. Ich habe ein Boot am westlichen Anleger. Was? Nein, ich kann nicht weg. Ich muss Nihal finden. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder. Einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und wenn das geschieht, kommst du nicht in den Kerker, sondern direkt in ein Grab. Ich biete dir eine zweite Gelegenheit. Ergreife sie. Nihal, Darwish, sie alle sind in Gefahr. Und der ganze Tumult nur wegen einem Unfall. Nur weil Nihar ein bisschen mit dem Dolch gespielt hat und der Kalifat ist da ein bisschen reingestolpert. Das war ja alles keine Absicht, ne? So, wir müssen jetzt einmal weiter gucken. Aber ich würde sagen, da gehen wir morgen zusammen wieder dabei. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn euch Assassin's Creed Mirage gefällt. Lasst gern ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.